Na hallihallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jake Gloxen, das ist Crypto von Necrolands Amplified. Wir haben den 20. Mai 2018, es ist Pfingstwochenende und was wäre da schöner, als eine Daily Challenge bei Crypto von Necrolands zu spielen? Nichts, gar nichts, absolut nichts. Und deswegen ziehen wir das durch. Das ist der einzige Grund dafür, ehrlich. So, wir wollen mal sehen. Ich kann schon mal sagen, also der alle Zonenmodus, den ihr morgen sehen werdet, der wird auch wieder toll. Ein Versuch nur. Und ja, relativ weiter Fortschritt. Und mehr will ich eigentlich nicht verraten. Das ist nämlich hier nicht wirklich das Thema in der Richtung. Außerdem sollte ich mich konzentrieren. Eigentlich. Goldhaufen heilen, den Scheiß kennen wir schon. Und wirklich viel bringen tut's nichts. Den Apfel nehmen wir natürlich mit. Ah, wir haben das Breitschwert. Wir könnten uns natürlich die Axt holen, wenn wir sie uns leisten könnten. Was nicht der Fall ist. Wir haben nämlich ein Gold. Genau ein. Und dieses schwarze Skelett wurde exzellent ausmanövriert. Ist einfach so. Und ja, wie gesagt, Daily Challenge normalerweise ein Fall für die Konzentration aufrechtzuerhalten und weniger zu labern. Deswegen hier die ein oder andere öftere Sprechpause. Ich versuch's wenigstens. Oh Gott. Warum hat man in solchen Fällen nicht schon längst irgendeine Blutwaffe hier? Mann, ey. Aber egal, gibt's eine Waffe? Gibt es eine Belohnung? Manchmal gibt es eine Belohnung, wenn du so eine Kammer leerst. Aber hier nicht. Man kann ja nicht alles haben. Tja, was? Hallo. So macht man das. El Toro. Und mit El Toro meine ich natürlich Toro Toro. So, was haben wir denn hier? Ein Schrein benutzen. Erhalte Schaufel, größere Dinger, Level muss nicht sein, Glaswaffen muss auch nicht sein, erhalte Items, verliere langsam Gesundheit. Das ist jetzt alles nicht so wirklich Bombe. Und mit Bombe meine ich wörtlich Bombe, weil ich hatte wieder kurzzeitig überlegt, die Schreine explodieren zu lassen, aber das schmeißt dann, glaube ich, auch Bosse auf dich. Das muss ja auch nicht sein im Daily One. Haben wir hier unten noch was? Ich glaube, wir hatten da noch eine Kammer übersehen. Läuft ja ganz gut soweit, bin ich persönlich der Meinung. Obwohl es mir immer wieder peinlich vorkommt, wenn ich direkt in der ersten Zone Leben verliere. Aber es kommt vor. Immer noch recht häufig. Man sollte meinen, dass dem nicht so ist. Ich mache es sehr oft davon abhängig, was ich für eine Waffe habe und ob ich noch mit dem Dolch rumstiefle oder nicht. So, Shop, gern noch. Wer es nicht weiß, die Daily Challenge. Du kannst die einmal am Tag machen. Die ist für jeden Spieler gleich. Oh, Herzen. Die ist für jeden Spieler gleich und du kannst sie nur einmal machen. Habe ich das doppelt gemoppelt gesagt? Weiß ich nicht. Und der andere Twist dabei ist halt, die Punktzahl hängt sehr stark von deinem Kontostand am Ende des Tages quasi ab. Je mehr Gold, desto mehr Punkte. Deswegen ist so ein Shop benutzen immer eine zwiespaltige Angelegenheit. Scheiße, da falle ich immer wieder rein. Skelett hinter der Tür. Immer wieder das Gleiche. Unglaublich. Und die stehen hinter der Tür und machen Ugli-Bugli-Bu und dann bist du ein halbes Herz los. Das ist total frech. So, schön der Reihe nach und immer schön die rote Flair-Maus im Auge behalten. Da oben ist eine Kammer, ich sehe es. So, wir nähern uns vorsichtig. Ah, jetzt, okay, sehr schön. Da war, sind meine Finger gerade mal so schön an den Tasten vorbeigerutscht. Rundum-Angriff.
Nee. Nee, der macht... Also, die Harfe macht ja um dich rum Schaden. So viel ist klar. Das Problem ist, selbst angreifen kannst du nur nach vorne. Das heißt, du musst dich immer darauf verlassen, wenn von der Seite jemand kommt, dass du vorne jemanden schlägst. Ansonsten verursachst du keinen Schaden. Ich bekomme die Kiste nicht aus der Ecke raus, leider. So, und ansonsten, wir sind ja ganz gut bestückt, was Lebensenergie angeht. Muss ich ja sagen. Gehen wir direkt wieder in den Shop hier. Toll, das hätten wir eher gebrauchen können hier. Plus 1 Graben. Dann nehmen wir die jetzt trotzdem mal mit. Dann hätten wir die Kiste nämlich jetzt schön in die Bombenfalle schieben können. Aber nö. Ah, scheiße. Äffchen loswerden so schnell wie möglich. Denn ich höre es rumpeln. Ich höre es alle zwei Beats rumpeln. Das ist dann entweder Nightmare, die Nachtmare quasi, das Pferd, oder ein Drache. Ich bin stark der Meinung, dass es ein Drache ist. Oh, hallo? Oh Gott. Er macht aber auch gut Schaden, die Sau. Jetzt echt hier... Hatte ich nicht gerade noch mehr? Muss ich doch glatt mal den Apfel essen vor lauter Schreck. Er hat doch gerade noch so viel Leben. Sehr seltsam. Gab's hier eigentlich noch was? Ach nee, bloß die Schriftrolle. Ich dachte schon. Ja, das ist das Problem bei Roguelikes. Also empfinde ich jedenfalls so. Ich krieg's zwischen Läufen gedanklich nicht resettet. Und verwechsel dann mal den Bestand des aktuellen Laufes mit dem, was beim letzten Lauf oder ähnliches war. Falls mir irgendjemand folgen kann. Gedanklich. Aber ich denke mal, es ist ein persönliches Problem. So, kriegen wir das Fass irgendwo hin. Ich habe hier vorne eine Dingensfalle gesehen. Also zumindest scheinen wir das Fass ins nächste Level zu bekommen. Tschüss. Okay, das läuft ja alles ganz super. Bisschen mehr Schaden wäre schön. Und ein bisschen mehr Leben, da jetzt der erste Boss kommt. Ich sehe mich hier noch ein bisschen um. Man weiß ja nie, ob es nicht doch irgendwas bringt. Okay. Bloß keinen Schaden bekommen hier. Erhalte itemstärkere Gegner. Nö, nö, nö. Was ist denn, wenn ich den explodieren lassen würde? Also hochjage, ich weiß es gar nicht. Ja, das macht ihr ganz toll. Ausgezeichnet. Das gefällt mir. Das Negative daran ist, dass sie anscheinend kein Gold hinterlassen haben. Die alle in die Falle gelatscht sind. So, unser Lieblingsweapon, der Maulwurf. Das Fass, was wir runtergerollt haben, hat eine Bombe enthalten. Okay. Okay, jetzt schön sachte, weil so viel Lebensenergie haben wir nicht. Wundere mich immer noch, wann entscheidet er, scheiße, runterzukommen. Und da ist er tot. Also wenn man einmal in dem Rhythmus drin ist, den zu killen, dann geht's eigentlich. Der Erdhaufen vibriert halt, bevor der Maulwurf seinen Erdhügel verlässt. Und dann sollte man sich mindestens mal ein Feld zurückziehen. So, dennoch, Lebensenergie wäre schön. Riskiere ich es mit der Bombe? Nö. Guck erstmal im Laden. Okay, plus ein Schaden und mehr Gegner. Und generell mal zwei Schaden mit Knockback. Zwei Schaden mit Knockback könnte man machen, wenn es nicht Level 2 wäre hier. Zone 2. Das ist scheiße. Ich nehme sie trotzdem erstmal. Ich
nehme trotzdem erstmal den Streitkolben mit, alleine wegen dem Knockback und den plus 2 Schaden natürlich. Und hoffe nichtsdestotrotz eigentlich auf einen Titanium-Speer oder irgend sowas. So, und diese Kiste bringen wir jetzt erstmal in Richtung Bombe. Da sind Mimba-Kekse drin. Lecker Mahlzeit. Ausgezeichnet. Das freut mich. Genau das, was ich jetzt brauchen konnte. Ab und zu braucht man einfach mal 6 Kekse. Schön reingelaufen. Passiert immer wieder. Ich meine, auch die Pilze zittern, bevor sie die Sporen absondern. Aber aus irgendeinem Grund, danke Fledermaus, raff ich das nicht schnell genug. So. Gut, gut, weg, Seiter. Das Ding ist, wenn der Schaden nicht reicht, um einen Schildträger aus dem Schild zu kloppen quasi, dann bringt es bei der Waffe was, wenn man die seitlich haut. Also auch wenn man sich positionsmäßig nicht geändert hat, kann man mit der Waffe die Knockback-Richtung ändern. Indem man eine andere Richtungstaste beim Angreifen drückt. Klingt komisch, ist aber so. Haben wir noch irgendwas vergessen auf dem Level? Wahrscheinlich. Gibt es da immer so viele Bomben? Hier nicht, aber es wäre ein Versuch wert gewesen. Na gut, bietet's alle. Ah, das ist ein bis jetzt sehr durchschnittlicher Lauf, mal davon abgesehen, dass ich das persönlich natürlich wieder... Ah, Gott, ein Degen. Wieder feiere, dass ich generell mal... Dankeschön. Mit dem Daily One ein bisschen weiter als Zone 1 bin. Ja, sowas sollte man feiern. Feier die Feste, wie sie fallen. So, Multiplikator-Degen, den nehmen wir. Einfach der aufgrund des Abstandes zum Gegner. Ist natürlich dennoch eine windige Sache für mich persönlich hier mit dem Ausfallschritt. Glasfackel? Nö, muss nicht, danke. Aber allein, dass wir hier halt Vorteile mit dem Degen gegenüber den Pilzen haben, ist eine super Sache. Und wenn wir den Multiplikator oben halten, klappt das auch mit dem Schaden. So, jetzt bist du auf der richtigen Linie, sehr schön. So, da oben ist noch ein Kämmerlein. So, was rumpelt denn hier schon wieder auf mich zu? Es wirkt doch wie ein Drache. Jawohl. Okay, das war eine saubere Angelegenheit. Diesmal hat es wirklich geklappt mit dem doppelten Schaden. Das ist ganz geil beim Degen. Der macht auf die 2 Entfernung doppelten Schaden. Und jetzt kannst du dir selber ausrechnen, wie viel das mit einem 3er Multiplikator ist. Ne? Mindestens 6. Mindestens 6. 6 Schaden ist schon ganz geil. Würfelschreien. Die Zeit nutze ich noch. Aber erstmal nutze ich den Multiplikator aus, um die Kisten kaputt zu hauen. Schmerzensboots. Oh ja. Das Problem ist... Ich verwechsel das immer. Der Ring des Krieges, der trotzdem Dornen hat, der macht keinen Schaden, wenn du aufnimmst. Aber die Boots, ich könnte mir gerade furchtbar einen Arsch beißen. So ein Scheiß aber auch. Verdammt! Okay, merken. Die 5 Schadensboots machen Schaden. Eine Lebensweisheit, die man nicht vergessen sollte. Na gut. Jetzt habe ich natürlich nicht die Highscore angeguckt. So ein Rotz aber auch. Sieht man die hier eigentlich irgendwo? Tägliche Herausforderungen. Tatsache, man kann sie noch angucken. Platz 79 für früh um 9. Na gut. Gut, dann ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, 5 Minuten grobe. Das heißt, wir starten noch einen Nocturnal auf. Zum Beispiel schöne Abwechslung.
Yes, please. Nocturna, alle zu. Nocturna, Vampir und so weiter. Hat eine 2er Abstand Startwaffe. Ich komme gerade schon wieder überhaupt nicht auf die Beat klar. Und auch mal wieder was. Immer wieder lustig, einen anderen Soundtrack zu hören, beziehungsweise Remixe davon. Auch das wirklich eine willkommene Abwechslung. Obwohl ich sagen muss, selbst der Original-Soundtrack, ich habe mich noch nicht satt gehört dran. Finde ich total interessant. Obwohl ich den jetzt seit ungefähr einem Jahr jeden Sonntag höre. Ist total interessant, finde ich. Also die Musik, also ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder wirklich daran, dass einfach mal geile Lieder sind. Wahrscheinlich beides. Aber kann mich nicht satt hören dran. Schätzungsweise, wenn ich es nur hören würde, ohne gleichzeitig Necrodancer zu zocken, dann bestimmt. Aber so ist es einfach eine echt geniale Mischung. Wie langsam das jetzt im Vergleich zu gerade ist. Da ist er wieder, der hässliche Elektromagier. Ach Gott, immer das Gleiche. Elektromagier sendet Elektroschaden aus, was jetzt nicht unbedingt unerwartet kommen würde, aber du kannst den nicht blocken. Der macht Schaden. Das heißt, das Beste ist wirklich ausweichen. Und das verraff ich irgendwie immer. Kloxen typisch quasi. Ich mag das total, dass Nocturna mit einer Waffe startet, die auf zwei Felder Schaden macht. Das ist das Einzige wirklich, was ich mir wünschen würde, dass man Cadence auch mit einer anderen Waffe könnte starten lassen, im Alle-Zonen-Modus. Das ist das Einzige, worüber ich mich eigentlich ein bisschen ärgere. Weil ich mit dem Dolch nicht klarkomme. Ja, ich weiß, das ist mein Problem. Aber man kann ja mal mehr oder weniger grundlos rummeckern. Beziehungsweise sehr mit einem sehr egoistischen Grund. So, was haben wir denn da? Wir essen den Apfel, wir nehmen den Käse. Können wir uns den Helm leisten? Nein. Dann nicht. Dann gehen wir wieder. Für den Shop, für das Shopkeeper-Gesinge gibt es da auch noch eine Auffrischung, glaube ich. Bilde ich mir gerade ein, dass man den auch ändern kann. Wie der singt. Oder wer den singt. 4 Schaden, achso, Glas-Zauberstab. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, warum der 4 Schaden macht. Sehr freundliche rote Fledermäuse heute. Verhalten sich ein bisschen dumm. Ach so, da war ja was. Erstmal runterkicken. Ah, dankeschön. Hat er schon lange keinen unsinnigen Schaden mehr genommen. Hallo. Minotaurus. Hau doch einfach ab. Schön 2-3 verbrezelt, wie er, wenn er so vorbeizieht. Komm, einmal geht noch. Das war so nicht geplant. Sollte eigentlich so aussehen. Ja, da könnte man auch direkt den Käse essen, wa? Was ich noch überlegt hatte, wirklich ist, mit Nocturna, mit der Flairmaus ein bisschen rumexperimentieren, quasi sofort beim Laufstart. Ach, Ballettschuhe, sehr schön. Sofort beim Laufstart sich in die Flairmaus verwandeln, denn anscheinend macht die mehr Schaden. Das ist jetzt eine sehr ungünstige Situation gerade, so ein Scheiß aber auch. Och, siehst du, das meinte ich.
Und das meinte das Skelett gerade. Na gut. Auch ein schöner Lauf. Nicht. Na gut, zurück zur Lobby. Ja, das wäre es gewesen heute mit der Daily Challenge, mit der täglichen Herausforderung vom Sonntag. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bedanke mich natürlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.